Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kollegen bei der FDP-Fraktion, lieber Christoph Rasche, wenn diese Debatte heute Morgen zum Luftverkehr nicht gewesen wäre, würde ich ja sagen, jetzt diskutiert er gerade mit dem Kollegen Pring, ist auch in Ordnung. Also wenn das nicht heute Morgen beim Luftverkehr so neben der Spur gewesen wäre, würde ich ja fast zu der Erkenntnis kommen, da gibt es auch Gemeinsamkeiten zwischen uns, weil der Antrag, finde ich, geht schon absolut in die richtige Richtung. Er beschreibt nämlich Elektromobilität als wichtigen Zukunftsmarkt und kritisiert die Kaufprämie, wobei aus grüner Sicht, also wir würden nicht so apodiktisch sein, jetzt das komplett abzulehnen, weil es braucht Förderinstrumente und es braucht Steuerungselemente. Wir sind sehr skeptisch, ob die Kaufprämie in dieser Form da richtig ist, weil es ist sozusagen eine umgedrehte Form der Abwrackprämie. Und das hat damals einen kurzzeitigen Effekt gehabt auf dem Markt. Es sind viele Neuwagen verkauft worden, aber konjunkturell hat es nicht getragen. Und es hat auch nachhaltig keine Wirkung entfaltet. So, deswegen sind wir auch bei der Kaufprämie entsprechend skeptisch. Ich frage mich jetzt bei dem Antrag, und ich vermute, dass das war, was der Kollege Rainer Pring, der auch im Bereich Elektromobilität hohes Interesse hat und engagiert bei uns mitdiskutiert in der Fraktion, dass er eben das gefragt hat. Warum stellt die FDP so einen Antrag und fordert direkte Abstimmung? Weil ich finde, das Thema ist so wichtig für die Bereiche Wirtschaft, für die Bereiche Wissenschaft und für die Bereiche Verkehr, dass es Sinn machen würde, einen solchen Antrag in die Ausschüsse zu überweisen und dann mal eine gute, breite Anhörung im Landtag zu machen. Das, Herr Kollege Stamm, das kann ich nachvollziehen, dass man da jetzt nicht so viel Zeit verlieren sollte, aber ich glaube, es wäre wert, noch mal intensiver und genauer hinzugucken. Weil es gibt so viele wichtige Verknüpfungspunkte. Und teilweise ist das ja auch in dem Antrag angelegt. Elektromobilität heißt nicht nur zu diskutieren, ob wir, Kollege Schick, Sie hatten das in Ihrer Rede leider eben drin, ob wir sozusagen nur bei den Privat-Pkw den Antrieb wechseln. Sondern Elektromobilität ist der Gamechanger in der Mobilität. Das bedeutet eben auch zum Beispiel E-Fahrräder. Wir haben 2 Millionen E-Bikes auf deutschen Straßen, ohne jegliche Förderprämie von den Leuten gekauft. Jedes Jahr werden es mehrere hunderttausend mehr. Es ist eine Frage beim ÖPNV. Wer macht denn Elektromobilität schon seit über 100 Jahren? Das ist der öffentliche Nahverkehr. Was kann man da an Schnittstellen schaffen? Es ist eine Frage beim Carsharing beispielsweise. Da macht Elektromobilität Sinn, bei den Lieferverkehren. Also die Frage der letzten Meile in den Innenstädten. Sie haben das ja, und das war durchaus richtig eben angesprochen, Herr Schick, wir haben ja gerade gestern die Zahlen vom Umweltministerium bekommen, wie hoch die Schadstoffbelastung in nordrhein-westfälischen Innenstädten ist. Und zwar trotz der grünen Plakette. Wir sind in einigen Messstationen so deutlich über den Werten, insbesondere beim Stickstoffdioxid, dass hier dringend gehandelt werden muss. Und natürlich würde ein Masterplan Elektromobilität breit aufgestellt hier entsprechende Wirkung entfalten. So, von daher auch durchaus Zustimmung oder Unterstützung für einen Vorstoß seitens der FDP. Schade, dass er jetzt direkt hier zur Abstimmung steht. Vielleicht wird auch noch mal darüber nachgedacht, ob wir das nicht doch irgendwie noch mal breiter diskutieren können. Wir brauchen hier einen entsprechenden Aufschlag. Und dieser Aufschlag würde auch bedeuten, dass wir für die Forschungslandschaft in NRW, Frau Ministerin Schulze ist ja da, ich war vor 2 Wochen mit der Kollegin Wiebke-Brems in Bochum, wo es mehrere Ausgründungen an der FH gibt, das sogenannte SciLab beispielsweise, wo junge Studierende der Elektrotechnik, begeisterte sozusagen Schrauber und Bastler, die wahrscheinlich vor 30, 40 Jahren noch den klassischen Verbrennungsmotor vorangebracht haben, hätten, jetzt Unternehmensgründungen vornehmen, sich da ihre Start-up-Unternehmen aufbauen und gerade in diesem Bereich Elektromobilität, also Komponentenprüfung, Lieferteile für E-Fahrzeuge und für E-Bikes entsprechend produzieren. Also das ist eine wichtige Standortfrage für Nordrhein-Westfalen, sozusagen die Zukunft der Zulieferindustrie für Mobilität in Nordrhein-Westfalen. Und wir meinen aus grüner Sicht, es würde Sinn machen, wirklich mal einen solchen Antrag breit zu diskutieren. Wir versprechen, wenn die FDP es heute abgestimmt haben will, dann werden wir von rot-grüner Seite entsprechend in den nächsten Wochen hier mal einen Aufschlag machen. Es ist ein spannendes Thema, es ist das Zukunftsthema für Mobilität, es umfasst so viele wichtige Bereiche, es ist ein wichtiges Arbeitsmarktthema. Also am besten miteinander, konzeptionell miteinander und kein Schnellschuss. Deswegen müssen wir den Antrag, wenn er denn zur Abstimmung gestellt wird, leider ablehnen. Aber der Antrag geht inhaltlich durchaus in die richtige Richtung. Danke für die Aufmerksamkeit.